Der Limes von diesem Quotienten soll bestimmt werden für x gegen unendlich. Nur als Hilfe habe ich da oben den Graphen der natürlichen Logarithmusfunktion nochmal abgebildet, um auch parat zu haben, wie sich diese Funktion an den Rändern ihres Definitionsbereichs verhält. Also für x gegen 0 plus geht sie gegen minus unendlich und für x gegen unendlich wächst der Graph nach oben, wenn auch sehr langsam, aber das Ergebnis ist unendlich. Also hier diese beiden Grenzwerte nochmal in intuitiver Form, in leichter Form notiert. Gut, jetzt also dieser komplexere Term. Am besten, wir betrachten Zähler und Nenner getrennt voneinander. Ln von 1 durch x. Wie entwickelt sich 1 durch x? Wenn x immer größer wird, wird das Ganze immer kleiner, geht also gegen 0. Und weil das ja positive Werte sind, kommt hier also ein positiver Wert heraus, 0 plus. Ln von 0 plus aber wiederum ist, das können wir hier ablesen, minus unendlich. Also ist schon mal klar, dass sich der Zähler gegen minus unendlich entwickelt. Vorsicht, hier immer Anführungszeichen setzen, denn das ist ja kein Term, der hier entsteht, sondern das ist bloß eine abkürzende Schreibweise, eine intuitivere Schreibweise für den Limes. Bleibt die Frage, was macht der Nenner? X minus x Quadrat. Stell dir kurz den Graphen dazu vor. Das ist eine nach unten geöffnete Parabel. Und x geht gegen unendlich. Das heißt, uns interessiert dieser rechte Zweig. Je weiter ich nach rechts gehe, desto weiter oder desto tiefer fällt der Graph nach unten. Also geht der Nenner gegen minus unendlich. Ja, kein leichter Fall. Minus unendlich durch minus unendlich. Da setze ich vorsichtshalber immer gleich ein Fragezeichen, denn das ist so, also nur aufgrund dieser Information, nicht lösbar. Es kommt jetzt darauf an, welcher der beiden, Zähler oder Nenner, sich schneller entwickelt, welcher der dominantere Part ist. Wir haben es im Zähler mit der Ln-Funktion zu tun und wir haben es im Nenner mit einer Potenzfunktion zu tun. Merkt dir für alle Zeiten, die Ln-Funktion wächst wesentlich langsamer als jede Potenzfunktion. Man sieht es hier an dem Graphen, ja, andeutungsweise, der geht zwar langfristig gegen unendlich, aber sehr, sehr langsam. Ich müsste kilometerweit nach rechts gehen, damit sich dieser Ln nur um ein paar Zentimeter nach oben bemüht. Also Ln ist einfach der langsamere. Das heißt, der Nenner ist der dominante Part. Den möchte ich also einkringeln für dominant. Und damit setzt sich der Nenner durch. Das heißt, langfristig teile ich relativ kleine Werte durch sehr, sehr große Werte. Das heißt, die Reise geht insgesamt gegen 0. Ja, und mit diesem Wissen, dass die Ln-Funktion gegenüber der Potenzfunktion immer die unterlegenere ist, kannst du vermutlich auch die anderen Aufgaben lösen.